Wir waren, möchte ich jetzt fortführen? Also wir waren stehen geblieben beim gelben Schein. Nochmal zur Verdeutlichung. Ich weiß, dass viele mit Biegen und Brechen in die Staatsangehörigkeit von Russland rein wollen und meinen, dass man das mit dem gelben Schein am schnellsten, effektivsten lösen kann. Ich denke mal, wenn sie vorne statt dem Reichsadler der Weimarer Republik einen Donald Duck drauf gemacht hätten oder Disneyland oder irgendwas, hätte jeder gerissen, dass es kein Staatsangehörigkeitsausweis ist. Wenn man den Vogel der Weimarer Republik vorne drauf macht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich da irgendwas rechtlich geändert hätte. Das eine ist eine Firma, das andere ist eine Firma. Die Täuschung im Rechtsverkehr ist schon sehr geschickt. Aber Weimarer Blick ist nachweislich ein Unternehmen. Man hat uns verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen Volksvertreter. So, man hat versucht, das geheim zu halten. Nicht ohne Grund waren die Verhandlungen vom 17.07.1990 Geheimverhandlungen. Und als Gerd Helmut Cremossa über die Ergebnisse berichtet hat, wollte er einfach nur den Putsch verhindern. Und er müsste dann untertauchen, damit er also nicht umgebracht wird. Es gab ja viele Leute, die die Wahrheit erkannt haben, unter anderem auch der Chef der Bundesbank. Und da hat er dann auch ein Attentat hinter sich gehabt. Und ähnliche Dinge. Wir können aber leider jetzt nicht mehr über Dinge schweigen. Auf mein Leben sind auch schon mal ein paar Anschläge verübt worden. Ich sag mal, meine Zeit ist noch nicht ran. Und solange ich noch atmen kann und solange ich, sagen wir mal, ein gewisses Level nicht überfliege, also immer schön unter dem Radar bleibe, hoffe ich mal, dass ich das auch noch eine Weile tun kann. Man muss aber eins wissen, auch die Leute, die Helden der Nacht, sage ich immer, die wollen in dem neuen System auch mitspielen. Und die sind auch nicht daran interessiert, dass das Wutvolk so eines Tages auflauert und sie dem Waldgericht gegenüberstehen. Wie das Waldgericht aussieht, muss ich euch nur erklären. Leute, die über Nacht mit einer Situation konfrontiert werden, dass ihr Haus verlieren, ihr Auto verlieren, ihre Familien auseinandergerissen wird, weil die Frauen das irgendwie nicht verstehen, dass immer alles weg sein soll, bloß weil der Mann vergessen hat, irgendwo was zu beantragen. Da ist der Mann schuld, klar. Das müsst ihr verstehen, das verstehen viele nicht. Und es geht auch alles sehr schnell. Ihr müsst ja bedenken, nach kaiserlichem Recht habt ihr dann noch 48 Stunden, um das Land zu verlassen. Und da werden sie euch sagen, das ist euer Fluchtticket und das Ziel ist die Vertragsländer, wo die Bundesregierung 2004 bis 2008 Verträge gemacht hat, wo sie Staatenlose hinschaffen will. Man muss aber wieder sagen, die Staatenlos-Infotruppe macht mal ein bisschen Panik. Staatenlos sein und als staatenlos anerkannt, das sind sehr verschiedene Schuhe. Und auch wirklich staatenlos sein. Ich habe gerade die Information bekommen, Tobias Sommer ist verhaftet worden. Wie jetzt? Gestern. Ist auch so eine Situation, wo man sagt, passt nicht rein, weggesagt. Ich sag mal, ich bin eine ganz unbequeme Geisel. Ich bin so wieder mit 5 Euro im Bauch gebunden. So, also, ich bin völlig angstfrei. Also nachdem sie hier mal die Bremsen manipuliert haben, und ähnliche Schatze versucht haben, also Giftspritzen setzen, larges Zeug. Man muss die Angst verliert werden. Und ich kann euch einfach nur ermutigen, tut es mit Überlegung und lasst euch nicht von irgendwelchen Truppenteilen zu irgendwas hinreißen und verleiten. Ich mache deswegen alle Videos öffentlich, ich zeichne alles auf, sodass, solange Videos gemacht werden, immer der letzte Wissensstand bei euch ankommt. Und ich versuche auch relativ schnell und zeitnah alles hochzuladen. Ich gehe mal davon aus, dass sich niemand, der an dem System Schlimmes getan hat, wünsche, dass er mit dem Waldgericht Bekanntschaft macht. Aber wenn ich aufhöre zu bürgen, dann würde das passieren. Und das ist das, was ich den Helden der Nacht immer wieder in jedem Video verklickere. Irgendwann kollabiert der Euro. Irgendwann will der IS handeln. Das ist weder von der Bundeswehr, noch von der Polizei, noch von irgendwelchen Plagio-Einheiten aufzuhalten. Und ich glaube nicht, dass die von denen irgendwelche Befehle annehmen. Und das muss man noch zu Ende.
müssen wir ganz klar sagen, wir müssen niemand Angst machen. Aber der beste Schutz ist einfach, dass die Deutschen sich einig werden. Wie Bismarck schon sagte, sind die Deutschen sich einig, schlagen sie den Teufel aus, Leute. Egal was noch kommt. Wir müssen einfach nur zum richtigen Zeitpunkt an der Urne sein, unseren Zettel versenken, die Wahl durchlaufen lassen, fertig. Sind die Bodenrechte gesichert, der Verweser kann uns die volle Souveränität machen, kann die Friedensverträge unterschreiben, kann die Staatsschulden negieren, weil die Staatsverträge also ungültig sind, kann die GEZ grillen, kann das, was Merkel hier an Bereicherungen reingeholt haben, nach geordneten Verhältnissen wieder reinschicken. Ich weiß jetzt nicht, wie die Beförderung aussieht, aber ich denke mal menschenwürdig, aber doch mit Nachdruck. Weil andere Länder fackeln noch nicht lange. Ich denke mal, die USA und Mexiko sind eine Grenze, wo nicht lange gefackelt wird und die Leute eingesammelt werden und zurückgefahren. Bei uns ist es natürlich eine größere Strecke, aber warum sollen sie denn keine Zugfahrt machen bis zum Bosporus? Das ist doch kein Problem. Heutzutage sind die Züge alle nicht ausgelastet, weil kaum jemand sich das leisten kann und die Züge voll machen, wenn es eben eine Weile dauert, dauert es eben, ist es eben so. Und es soll ja auch niemand ausgewiesen werden, der in dem Heimatland politisch verfolgt wird. Es ist kein Geheimnis, dass die Christen in Ägypten schwer verfolgt werden zurzeit. Solange wieder Morsi und seine Freunde noch an der Macht sind, können wir sie nicht in die Heimat zurückschicken. Aber das sind ja nicht die hier einen Islamismus errichten wollen, sondern das sind die, die froh sind, dass sie hier sind und die sich wohl verhalten wollen und die uns auch unterstützen werden. Ich habe einen guten Geschäftspartner, das ist ein Türke, der hat also hier einen Gastrohandel. Das ist auch ein ganz lieber, netter und zuverlässiger Mensch. Ich habe kein Interesse, dass sie den ausweisen. Er ist schon jahrelang hier, hat ein großes Geschäft aufgebaut, hat viel Arbeit verschafft. Also hat keine Gefahr. Und Leute wie ihn, da gibt es auch kein Problem. Ne? Da spricht fließend Deutsch und es ist immer so, dass er da Angst hat, was ich mache. Ich habe ihm erklärt, ich möchte verhindern, dass der ISIS gegen unsere Bevölkerung vorgeht und unsere Bevölkerung gegen alle vorgeht, weil die machen nämlich auch keinen Unterschied, ob der Türke hier schon seit 20 Jahren eine Familie hat und eher Sächsisch spricht als Deutsch. Ja? Weil er eben seit Jahren hier ist und die Lebensart mag und eigentlich auch nicht wieder zurück will. Da kann man alles verstehen, die können doch alle hier noch bleiben, das ist kein Problem. Aber wir wollen eben nicht, dass unsere Kinder einen Burka überziehen wollen, überziehen müssen oder in der Schule immer Arabisch lernen müssen oder eine Frühsexualisierung ausgesetzt werden. Das wollen wir alles nicht. Wir haben das Mikrofon. Das sind noch einfach Fragen am Mikrofon. Kann ich noch eine ganz kurze Sache machen? Kfz-Zulassung, Personalausweis. Ah ne, gelben Schein machen wir ganz kurz abschließen. Also, gelber Schein, nochmal, hat das Logo der Weimarer Republik, eine Handelsorganisation. Und dort steht auch nicht drauf, du hast die Staatsangehörigkeit nach Rustag, sondern da steht RU in Klammern, Stag. Stag ist das Gesetz von Hitler. So, das kann nicht gültig sein, weil am 23.03.1933 das Ermächtigungsgesetz nicht unter gültigen Wahlbedingungen abgestimmt worden ist. Erstens mal haben sie allen angedroht, wenn er dem nicht zustimmt, da steht ja draußen der SA, die sammelt euch dann nachher ein. Das sind keine ordentlichen Wahlbedingungen. Demzufolge Hitler keine Verweserrechte, ohne Verweserrechte keine Ausfertigung. Ohne Ausfertigung kein gültiges Gesetz. Quatsch. Alle Gesetze, die ein Ausfertigungsdatum haben, mit einem Staat, mit einem kaiserlichen Datum, sind im kaiserlichen Kontext zu sehen und da gilt der Text des Ausfertigungstages. Also in Wirklichkeit steht auf dem Stag das Originalrüstag und nach dem haben sie zu verfahren. So, in dem Zufall ist der gelbe Schein mit einem falschen Siegel. Und wenn man dann noch weiter hinguckt, ist auch unten ja noch ein Dienstsiegel drauf, ist aber auch nicht statisch. Weil auch die Freistaaten sind Firmen. Und eine Firma kann nur mal nicht siegeln, da muss ein statisches Siegel drauf. In Brasilien wurde ja eine Firma beauftragt, staatliche Hoheitsrechte wahrzunehmen. Ist das alles in Ordnung? Ich habe auch kein Problem damit, die Bundesrepublik später als Verwaltungsfirma einzusetzen. Aber dann bitte nach den Regeln des Staates und nicht nach ihren eigenen Regeln. Warum soll denn jemand, der eingesehen hat, dass er Mist gebaut hat und mit der Gutmachung geleistet hat, in einem neuen System nicht mitspielen können? Das wir lassen nicht zu, dass sie dieses Unrechtssystem, diese Sklaverei der Weimarer Republik hier fortführen. Dort ist Schluss. Weil es führt dazu, dass unsere Kinder und Kindeskinder in einer Sklaverei aufwachsen, in der alle gechippt werden und jetzt so geblödet werden, dass man seinen geregelten Tagesablauf irgendwann nicht mehr nachkommen kann. Zwei Fragen.
Ist der ISIS jetzt eine Erfindung der CIA? Die was? Die ISIS oder IS? Also mein Kenntnisstand ist so, dass ISIS von Mossad installiert worden ist. Oder Mossad. Also Mossad hat über die City of London USA instrumentalisiert und die Kredite der USA hängen an der City of London, an den Gewährleistungen. Also kommt aus der Bankster-Elite. Ja. Und dann hast du es aber schon mal nicht gekriegt, die Merkel, das wird jetzt so. Die was? Die Merkel. Diese Einladung mit Geld und allem. Ich blicke da nicht so richtig durch. Es ist aber so, dass die Russen durch Aufnahmen in Syrien nachgewiesen haben, dass Erdöl geklaut worden ist und die Erdöltanker in die Türkei gefahren sind und dort gegen Waffen getauscht. Ja. Ist auch nicht die einzige Einnahmequelle. Die zweite Einnahmequelle kommt aus Afghanistan, weil die Bundesrepublik ihre Bundeswehr da runter geschickt haben, um die Drogenfelder in Afghanistan, die der CIA gehören, vor dem Niederbrennen der taiwanesischen Anti-Drogeneinheiten zu beschützen. Das ist die deutschen Interessen, die der Herr Struck gerne darin verteidigt sein wollte. Dieses Geld wird im Prinzip dadurch erzeugt, dass die Drogenfelder abgeerntet werden und über die militärischen Luftwege nach Deutschland kommen, weil die Bundesrepublik unterschrieben hat, dass sie militärische Fachflugzeuge nicht untersucht, auch nicht auf Drogen. So, und dann muss man sich überlegen, was ist denn das US-Militär dann anderes als ein Drogentransporter? So, das muss man einfach so sagen. Nee, ich habe jetzt gemeint, dass die Merkel den Flüchtlingen versprochen hat, dass sie von uns Geld und das, was ich auch so raus. Ja, das ist das, was die Flüchtlinge selber erzählen und sich dann beschweren, dass sie kein Auto und kein Haus kriegen. Also das Haus im Prinzip aus einem Flüchtlingsheim besteht, das Essen im Prinzip ungenießbar wäre und die Verpflegungsbeutel in den Müll dann geworfen werden, weil da auch ein Zucker dran wäre. Ja, und die 2000 Euro sich dann auf ein paar 500 Euro beschränken. So. Dann haben sie sich halt beschwert und haben sie etwas mehr gekriegt, und zwar mehr als der Hartz-IV-Empfänger. Da frage ich mich, wie das geht. Also wenn sie sagen, die Versorgung der Flüchtlinge müsste angehoben werden, dann müssen wir erstmal fragen, wir müssten erstmal das Limo kriegen, was der Flüchtling kriegt. Da wären wir ja schon, wären ja viele schon happy, die Kinder haben, wo die Kinder Hartz-IV-pflichtig sind, die Eltern auch ihre Arbeit verloren haben. Ich rede jetzt mal nicht von Bayern, sondern von MacBom. Strukturschwache Gegenden, wo nichts anderes wächst als Chaos, weil die Landwirtschaft durch Mithilfe von EU-Fördermitteln totgelegt worden ist. Also Arbeitsplätze vernichtet. Und auch Rapsangebote, wo immer nur mehr Drescher drüber fährt, sonst keine landwirtschaftliche Bewirtschaftung funktioniert. Weil die könnten alle Arbeit haben, müssten bloß Kartoffeln anbauen, dann darf ich Kartoffeln lesen. Ich war früher, ich habe auch auf der Kartoffellesemaschine gearbeitet als Kind. Ging hoch und hat mir gut getan. Ich habe mal erlebt, wie viel man lange mal arbeiten muss, um dann Zeit mal Kartoffeln ordentlich auszusortieren. So, das müssten die Jugendlichen auch mal wieder lernen. Und die würden dann auch merken, dass die Kuh nicht lila ist. Jetzt nochmal auf den gelben Schein. Ich glaube, ich kann laut nicht sprechen. Also der gelbe Schein, wenn man den zurückgeben will, die nehmen den ja nicht zurück. Und du wirst auch aus diesem Registerauszug nicht gelöscht. Doch. Kann ich mich auf dieses Grundgesetz mit dem Artikel 116? Ja. Ja, hab die Frage verstanden. Also die Frage ist folgende. Das Schreiben A11 enthält eine rechtliche Sauberherleitung, warum man den gelben Schein zurückgeben kann. Und zwar, weil eine Täuschung im Rechtsverkehr ist. Hier wird eine Staatsangehörigkeit versprochen. Und es ist weder ein staatliches Logo, noch ein staatliches Siegel drauf, noch wird die Staatsangehörigkeit auf dem gelben Schein wirklich bestätigt, sondern es ist ein anderer auf die Staatsangehörigkeit von 1934, vom 5.2.1934. Das hat der Landrat in Aue ja auch schon bestätigt, dass es so ist. Und wer freiwillig eine andere Staatsangehörigkeit annimmt, gibt die Bundesstaatsangehörigkeit ab. Und genau in dem Moment, wenn man mit dem PET unterschreibt, gibt man die Rechte der Bundesstaatsangehörigkeit, nämlich das schuldenfreie Steuerkonto, an einen Migranten ab, der das dankbar entgegennimmt, weil er nämlich dann keine 50.000 bis 70.000 Euro Anfangssteuerschuld tragen muss. Und der später, wenn sie die Weimarer Republik mit den Nordweimar gegründet haben, völlig schuldenfrei ins Kassereich rutscht. Ein Haus, ein Auto, ein Grundstück, einfach so geschenkt kriegt, weil es der Kaiser halt nur einen Spender auf dem Dach hatte.
Das ist das Problem. Und du guckst in der Wäsche, weil du die Stadt, die Herleitung nicht machen kannst, weil du freiwillig das im Prinzip dein Dörfelsilber verschenkt hast und du dann den Leuten auch nicht mehr erklären kannst, dass du das gar nicht so wolltest. Das musst du vorneweg machen, bevor das System umgefallen ist. Und die ähnliche Möglichkeit ist die A11. Gibt es das auch und da steht eindeutig drin, Täuschung, Rechtsverkehr. Da kann man es runterladen. Kaiserrundfunk.com, das ist der Link. Oder bei dhnw.net, das ist Deutsche Notstandshilfsnetzwerk. Das haben wir auch gegründet, um ein Versorgungsnetzwerk zu machen. Das heißt, wenn die öffentliche Versorgung zusammenbricht, dass eine Nahrungsgrundversorgung stattfindet. Also keine Krötenwanderung in Euro, sondern eine Krötenwanderung in Brötchen und in Mehl und in Wurst und Käse. Wenn ihr nämlich die Versorgungswege mit dem 1 Euro zum Kaiserrundfunk aufgebaut habt und die Leute kennt, könnt ihr natürlich Wurst und Käse auf die gleiche Strecke auch schicken und Handel treiben. Ja? Es ist sehr einfach, eine Überweisung zu machen, aber ich habe noch nicht erlebt, dass jeder 5 Scheiben Wurst überwiesen hat. Geht nicht. Wenn wir jetzt einen neuen Pass beantragen, ja, und die wollen ja, dass man auf diesen Pass unterschreibt, kann man das auch anders machen? Die sind verpflichtet, das auszudrucken, wenn man es ausdrücklich will. Weil niemand ist verpflichtet, auf einen Pass zu unterschreiben, weil eine Unterschrift ist immer ein eigenhändiger Vorgang. Und mit dem Pad ist es nicht eigenhändig, weil das Pad unterschreibt. Du machst auf dem Pad einen Kragel und das Pad unterschreibt. Und diese Unterschrift ist beliebig oft wiederholbar. Das kannst du nicht mehr kontrollieren. Eine Unterschrift dient ja dazu, dass du eine willentliche Zustimmung machst, aber eben nur zu dem ersten Vorgang und nicht zu dem, was sie dann hinterher heimlich machen. Das ist das Problem. Und diese rechtliche Unsicherheit kann das Amt nie ausräumen, weil die nicht garantieren kann, dass diese Daten, die dann irgendwoher gespeichert werden, nicht irgendwann wiederholt werden. Und Abtretungserklärung oder freiwillige Haftzustimmung bei der UBIK. Denn die Bundesrepublik darf niemanden verhaften, nur weil er eine Geldforderung nicht erfüllen kann. Hat die Bundesrepublik bei der Europäischen Union unterschrieben. Warum halten Sie sich nicht dran? Dann müsste man das elektronische Pad mal befragen, ob man irgendwann so ein Scheißding unterschrieben hat. Ich brauche ab und zu eine Verhaftung und eine Handschelle, da bin ich ganz heiß drauf. Ja, und das war eine Unterschrift. So, beweisen wir das Gegenteil. Müssen wir mal. Ja, wenn man jetzt auf diesem Pad unterschrieben hat. Ja, die Unterschrift ist beliebig auf der anderen Dokumente übertragbar. Okay, also. Das geht aber ohne. Zurückholen kann man es mit der RL, weil da drin steht, dass diese Daten gelöscht werden sollen. Das geht aber ohne Pad, indem man in den vier Ecken unterschreibt. Also wenn die Unterschrift auf dem Antrag in vier Ecken steht, nee, dann ist die auch rauskopierbar. Ja, aber eine Kopie von einem Original ist leicht zu unterscheiden. Ja. Während das, was aus dem Pad rauskommt, eine elektronische Signatur ist. Eine elektronische Signatur steht nach eigener Unterschrift gleich. Das ist leichter. Die Pads sind vom Hersteller elektronisch signiert und das, was aus dem Pad rauskommt, ist eine neue Signatur. Die Herstellersignatur und die eigene Signatur ist zusammen die ersetzt durch eigene Unterschrift. Und die ist beliebig oft wiederholbar. Also ich habe jetzt das richtig verstanden. Muss jetzt in jedem Land ein Vergeser eingesetzt werden oder brauchen wir für alle vier Länder, also Sachsen, Bayern und wir so weiter, einen Vergeser? Wir brauchen für jeden Bundesstaat wenigstens einen. Aber es ist sinnvoll, in einem größeren Landkreis an der Stelle des Kreisrates einen lokalen Verweser wählen, der die Region schon einmal wählt. Selbst ein Bürgermeister kann ein lokaler Verweser sein, wenn er nach dem Referendum eingesetzt wurde. Wenn der wach ist, wenn er weiß, worum es geht, und wenn er seine Gemeinde vor der Überbeeinflussung vom Bund schützen will, unter das Referendum, und genau in dem Moment rennt er dort ein Loch rein in die Landkarte. Und der Herr Seehofer hat es ja oft genug vorgehabt, aber wahrscheinlich hat er nicht verstanden, was er wirklich machen könnte. Und der Herr Seehofer auf die Idee kommt, ein Referendum von Bayern anzuordnen, das kann er nämlich, die finanziellen Mittel hat er zur Verfügung, hätte die Brandfläche wäre so groß wie Bayern. Dann würde die Außengrenze von Bayern eine Zollgrenze werden. Bräuchte man ein Visum, um von Sachsen nach Bayern einzureisen. Und er müsste nicht mal was ändern, es wäre nur eine Einreisebestimmung. So, und dann müssten alle anderen
nachweisen, dass sie bayerisch sind. Ich weiß nicht, wie man das macht. Früher gab es da mal so einen Krug. Ich habe noch eine Frage, und zwar in dem Buch, wenn das die Deutschen wüssten, von Daniel Prinz. Ja. Er verweist ja eigentlich ausdrücklich darauf hin, die Original-Antragsunterlagen von der Bundesverwaltungsamt herunterzuladen, bis 1914 zu beginnen. Nützt nichts. Ja, nützt nichts. Aber er verweist aber, wahrscheinlich ist es auch eine Täuschung, darauf, dass München ein eigenes Formular dafür hat und damit, sagt er, würde man zwangsläufig in der Weimarer Republik. Naja. Was passiert denn? Du weißt mit viel Mühe nach, dass du wirklich die Bundesstaatenangehörigkeit hattest, genau zu, bis zu dem Punkt, wo sie dir den gelben Schein um dich legen. Also derjenige, der später deine Staatsangehörigkeit übernimmt, kann sich 100% sicher sein, denn du hast viel Mühe reingesteckt, dass er wirklich im Kaiserreich ankommt und dein Haus und dein Grundstück ganz sicher wegnehmen kann. Je mehr du Aufwand reinsteckst zur Beantragung deines gelben Scheins, desto sicherer an der, der dir dann später übernimmt. Punkt. Denn am Ende kriegst du doch nicht in Staatsangehörigkeitsausweis mit dem staatlichen Siegel und dem staatlichen Logo. Müsste so aussehen wie hier. Könnte ich das Ganze nochmal langsam hinbekommen? Also, es ist auf dem Video drauf. Nochmal. Die Frage ist folgende. Du weißt alles noch, deine ganzen Enkel, Urenkel und so weiter und den ganzen Familienstammbaum. Reichst so eine dicke Mappe ein. Damit weißt du dem Amt 100% nach, dass du die Rechtsstellung nach Ostern hast. Dann beantragst du den gelben Schein. Da sagt das Beamt auch, fein. Die Bundesstaatenangehörigkeit kriegt jetzt der Hamid und du kriegst den gelben Schein. Das ist das gleiche wie die Neptun-Tafel und du triffst da ein Lager. Kannst auch eine Apostille haben dafür. Du bist ein apostillierter Neptun-Getaufter. Aber nicht Staatsangehörigung. Bei der Staat müsste das Siegel vom Staat drauf sein. Kaiserliche Wappen und der Unterschrift des Verwesers oder der Amtmann, den der Verweser eingesetzt hat. Merkwürdig ist aber, dass die Landratsämter also immer größere Probleme machen, um den gelben Schein auszustellen. Also, der Landrat, der Gewissen hat, sagt seinen Leuten, lasst es lieber sein. Und wir haben genug Beispiele inzwischen, dass die Landräte die Videos wohl auch gesehen haben. Weil der Landrat haftet für den Schaden, den er anrichtet. Wenn er es aber trotzdem macht, bei gelbeschein.org oder gelbeschein.net, die Leute sagen auf gelben Schein, machen. So, und die Leute sich nicht belesen und das dann machen, dann haben die ein Problem. Den gelben Schein wirst du damit los, dass du anzeigst, dass du getäuscht worden bist. Täuschung im Rechtsverkehr macht jeden Vertrag nichtig. Der gelbe Schein ist erstmal nur ein Vertrag. Ja? Im Prinzip haben sie dir Hehlerware verkauft. Denn die Staatsangehörigkeit kann die Bundesrepublik ja gar nicht bestätigen, weil sie keine Verweserrechtsstaat. Ein Bürger und auch nur Verweser. Notstandsrechtlich könnte die Bundesrepublik aber dir die Rechtsstellung nach Ostern geben. Aber dann bitte nach den Regeln vom Kaiser, nicht nach eigenen. Genau, ich bin nicht zwei, ne? Bekannter von uns, auch vom Stammtisch, der war in Haßfurt im Landratsamt und dann ist er bewusst mal unten in den ersten Stock, zweiten Stock, dritten Stock zum Landrat, weil er einen Termin beim Landrat hatte. Und am ersten Stock war unten dran gestanden Geschäftsstelle und Geschäftsstellenleitung, zweiter Stock Geschäftsstellenleitung, dritter Stock Amtsleitung. Dann kommt ein Grenzpfosten mit dem bayerischen Wappen drauf und oben drüber steht Königreich Bayern. Ein Grenzpfahl. Ja. Königreich Bayern vorm Landrat seinem Büro. Das haben wir fotografiert. Ich habe gefragt, ob wir es rumleiten dürfen. Er hat gesagt, wir können es rumleiten. Und hat unten drunter geschrieben, was das wohl zu bedeuten hat. Also steht Grenzpfahl beim Landrat vor dem Amtszimmer. Also es gibt nämlich wirklich bei dem Antrag zwei Kästchen. Einmal dieser Staatsangehörigkeitsausweis und diese Rechtsstellung als Deutscher. Als Deutscher. Aber seit 2012 gibt es das nicht mehr. Weil da Freistaat Preußen jetzt dazu oder Bundesstaat. Ich sag mal, es wäre eindeutiger, wenn einfach oben statt dem Weimarer Republikvogel das Logo nur Henschenbader rein, Wiesenhof vorne drauf wäre. Und trotzdem Staatsangehörigkeitsausweis draufstellen, dann würde es jeder merken. Aber rechtlicher Unterschied ist zwischen beiden immer noch nicht.
Eine ist eine Firma, das andere ist eine Firma. Das eine ist ein Hähnchen, das andere ist ein Hähnchen. Auf welcher Seite, können Sie es nochmal wiederholen, bitte? Wie bitte? Auf welcher Seite kommen die... Kaiserrundfunk.com oder... Die Kaiserrundfunk? Kaiserrundfunk.com. Ja. Oder DNHW, Deutsches Notstandshilfenetzwerk.net. Das geht mir alles viel zu schnell, das kann ich nicht aufschreiben. Im Video ist es x-mal da. Oh, denn das Ganze wäre ja umsonst hier heute, wenn wir nicht so was in die Hand bekämen. Das ist, unter jedem Video ist da eine genaue Information an. Ja, immer so. Nee, kein Problem. Also warum siehst du die einmal nicht? Dora Nordpol, Heinrich Wilhelm.net. Dort gibt es ein Dings, da steht Wiki Musterschreiben oder Wiki.Dora Nordpol, Heinrich Wilhelm.net. Deutsches Wirtschaftshilfenetzwerk. Dort beim Musterschreiben, dort ist die genaue Erklärung, was man machen muss. Dass man dann da warten muss und so weiter. Ich verlinke das dann doch alles noch. Es gibt nur bei kaiserrundfunk.com auch den Button Wiki, da kommen wir an die gleiche Stelle. Deswegen ist es einfacher, von dort zu kommen. So, kommen wir das nächste. Den nächsten Punkt abhaken. Kfz-Zulassung, kein Personalausweis. Es gibt einige Landratsämter, die sagen, wenn du keinen Personalausweis mehr hast, darfst du kein Auto mehr anmelden. Dazu muss man auf das Personalausweisgesetz verweisen, und zwar meiner Ansicht nach der § 2 Absatz 1. Ich kann noch mal genau nachlesen, dass ich nicht falsch sage. Ja, Sie hat es. Gucken wir mal, ich habe es nämlich extra hier reingeschrieben. Gucken wir mal nach. Aber guckt einfach mal nach, das ist die ersten zwei Paragraphen vom Personalausweisgesetz. Und dort steht drin, dass der Besitz des Reisepasses den Personalausweis ersetzt. Und wenn er das tut, erfüllt er die Anforderungen nach dem Personalausweisgesetz. Wichtig ist nur, dass im Reisepass keine Adresse drin steht, und die müssen ja einen Identitätsnachweis haben. Der Reisepass ist ein amtliches Dokument, aber Pass und Personalausweis sind zwei verschiedene Schuhe. Pass heißt Passierschein und Personalausweis ist Betriebsausweis. Ein Unterschied. So. Auch wenn das Ding abgelaufen ist, der Betriebsausweis, bleibst du in dem Betrieb drin. Also wenn einer von der Post den Betriebsausweis der Post nicht verlängert, bleibt er trotzdem noch Post. Solange bis einer sagt, ey, du mal deinen Betriebsausweis verlängern. Da ist schon lange abgelaufen. Wichtig ist auch, dass manche Gerichtsvollzieher oder Polizeier mit abgelaufenen Dienstausweis rumlaufen, um sich nicht strafbar zu machen. Aufpassen aufs Geltungs, also Gültigkeit. Wenn der abgelaufen ist, kann man heimschicken. So, Dienstausweis ist auch kein Amtsausweis. Ne? Also ein Beamter muss seine Ernennungsurkunde zum Beamten stets bei sich führen, bei allen Amtshandlungen. Die kommen aber nicht zur Amtshandlung, die kommen auf dem Eierlecker vorbei. Man müsste also fragen, sind Sie während einer Amtshandlung hier? Wenn er dann sagt, ja, dann hätte ich gerne mal den Amtsausweis gesehen. Frag bitte nicht nach einer Dienstjahr. Immer noch eine Amtshandlung. Nicht nur Diensthandlung, eine Amtshandlung. Sind Sie wegen einer Amtshandlung, ja? Wenn er sagt nein, dann sagst du, ihr habt keine Zeit jetzt. Nein. Wenn er sagt ja, hätte ich einen Amtsausweis gesehen. Wenn er sagt, Amtsausweis habe ich nicht mit, sagt er, ist okay, holen Sie ihn bitte. Mhm. So, dann kann er dann sehen, dass er sich eben backen lässt. Also, dann ist er ein Beamter. Beamter ist, wer als Beamter tätig wird. Notstandsleiter ist, wer als Notstandsleiter tätig wird. Wenn er sagt, da ist eine Amtshandlung da, geht Amtsausweis, macht er Amtsanmaßung, wird der Vorgang illegal. Er darf die Polizei nicht dazu missbrauchen, einen unrechtmäßigen Vorgang durchzuziehen. Wenn er das macht, wird es strafbar. Dazu hilft eine Dienstaufsichtsbeschwerde bzw. das Rufen des Notstaatsanwalts. Nämlich genau in dem Moment beginnt er eine Straftat. Wir sind alle nicht mehr staatliche Beamte, weil das Gesetz über die Gerichtsvollzieher, die GVO, ich glaube, § 1 gelöscht wird, die sind alle keine Beamten mehr. So, die verdienen einfach dran an 25% der Forderungssumme, ganz normaler Gewerbetreibender. Die mögen schon Beamte sein, aber halt im Urlaub quasi. Nur der Job, den sie machen, der ist keine Beamtenstelle mehr.
Ja, also Sie dürfen aber den Ruhestand vorbehalten nicht unterlaufen. Haben Sie eine Ernennungsurkunde vom Staat? Von welchem Staat? Nee, aber auch als Beamter, da wird man dann ganz wieder aus dem in sich beurlaubt. Naja, das geht dann. So. Also, Beamter ist ja auch kein geschützter Begriff, weil der Kaiser hat nun mal kein Markenschutzrecht auf den Namen. Die Weimarer Republik hat das als Eigenname genommen. Im Prinzip ist jeder schon ein Beamter, der bei einem Fußballverein der Handtücher ausgibt. Weil er hat das Amt des Handtuchausgebers. Also insofern muss man wissen, in welchem Rechtskreis wir bleiben. Also ich weiß es von einem Bekannten, der hat Post bekommen vom Gerichtsvollzieher bei dem nächsten Post, der befördert worden war, OB-Förderung. Der wird im Hintergrund weiter befördert. Der Beamtenstatus persönlich, der bleibt für ihn, er ist aber nicht nur als Beamter tätig. Ja. Das können genauso gut ein Nichtbeamter machen. Mhm. Aber wenn er beurlaubt ist, ist wahrscheinlich das Problem, dass er mit seiner persönlichen Haftung drin ist. Die ist auch vorher drin. Weil auch als Beamter hat man nämlich eine Haftpflichtversicherung. Genau. Und damit war man schon gefragt, warum habe ich die eigentlich? Mhm. Genau, deswegen. Eine private Diensthaftpflicht. Ja. Naja. Also entscheidend ist, die Beamtengesetze sind ja aufgehoben worden mit dem Bundesbereinigungsgesetz. Und die Freistaaten haben dann danach neue Beamtengesetze aufgelegt. Das Problem ist nur, wenn das Bundesverfassungsgericht am 25.07.2012 festgestellt hat, dass noch nie der gesetzliche Gesetzgeber am Werk war, mit welchem Gesetz haben sie denn das neue Beamtengesetz gemacht? Als gesetzlicher Gesetzgeber kann ich bloß Lachen erhalten. Ein Freistaat, der die Weimarer Republik-Verfassung inkludiert, ist ein Feinstaat. Ein Feinstaat kann niemals einen Verweser stellen. Nur ein Verweser kann Gesetze ausfertigen. Gibt es ein Problem? Entschuldigung. Wenn ich dann zum Standesamt gehe, was in der Vollauskunft drin steht, ist ja maßgebend. Muss ich darauf drängen, dass das draufgenommen wird, oder? Also, Vollauskunft muss ja im Prinzip zwei Dinge enthalten, die Daten und die Datenherkunft. Und die einzige Sache, die euch wirklich interessiert, wer hat euch die Staatsangehörigkeit Deutsch eingeschenkt? Und diesen Eintrag braucht ihr die Datenherkunft. Wer hat das euch eingetragen? Derjenige, der euch das eingetragen hat, hat die Sorge dafür zu tragen, dass es berüchtigt wird und die Folgekosten zu übernehmen. So, die Staatshaftung ist gestrichen, das heißt, sein Amt muss das Kosten übernehmen. Und es kommt noch was dazu, unrichtige Daten, da hat man ein Recht, dass die sofort gelöscht werden oder berichtigt werden. Und wenn Deutsch keine Staatsangehörigkeit ist, die vom gesetzlichen Gesetzgeber ist, also der gesetzliche Gesetzgeber ist der Kaiser bis zum 27.10.1918 und der Weimarer hat keinen gesetzlichen Gesetzgeber hervorgezaubert. Also alle nur Selbstermächtigung gemacht haben, bis zum britischen Ebert. So, also ist der gesetzliche Gesetzgeber derjenige, der bis zum 27.10.1918 tätig war, beziehungsweise der direkt vom Volk als Verweser neu gewählt wurde. Wenn ein Bürgermeister auf die Idee kommt, ich mache doch mal einfach mal im Ort eine Verweserwahl, dann darf er in seinem Ort Gesetze machen. Die gelten nur. Und er darf Notstandsräte entlassen. Allerdings unter der Maßgabe, dass die entlastet werden sollen, auch den Leitlinien der Politik des Kaisers ihre Amtsgeschäfte ausgeführt haben. Und ich würde denken, dass die Gerichtsvollzieher das alle nicht machen, weil die alle nehmen mit unterschriebenen Beschlüssen kommen. Denn die Ausfertigungen sind nach dem Beurkundungsgesetz gemacht, nicht im Sinne der Zivilprozessordnung des Kaisers. Die Zivilprozessordnung gibt es im Bundesrepublik und die gibt es im Kaiserreich. Die Zivilprozessordnung im Kaiserreich hat alle keine Buchstaben an den Paragraphen, von denen sie es erfinden. Das Gesetzbuch vom Kaiser, das ist so ein Buch, habe ich zu Hause. Es sind sämtliche Gesetze drin, die es im Kaiserreich 1913 gegeben hat. Das ist nur für eine Schorte. Wenn das Gesetz bei der Bundesrepublik Chaos aus dem Nackenschrank, da kann das nicht stimmen. Das ist vom Gesetz zum Gesetzgeber und die Schrankwartonomie wäre das Bundesrecht. Dass da keiner mal durchsieht, ist klar. Aber das Heft kann ich ausländisch lernen als Beamter. Da kannst du mich noch zwecken, da weiß ich 100. ZPU 100, weiß ich, was da drin steht.
wenn ich 2 Jahre in einem Amt gearbeitet habe. Unrechtsschwierig. Also musst du dann schon bewusst dagegen vorgehen. Also das kannst du alles so bringen. Heutzutage ist das alles aufgeblasen mit viel Zeug, was sich gegenseitig aufhebt. Also alle Abgeordneten fallen raus, also wenn wir im gesetzlichen Gesetzgeber sind. Ja, und wenn du dem auch durchziehst, kann man den Scheinbeamten ja auch schlecht verhaften dafür, dass er angeblich vorsätzlich was gemacht hat. Also muss man dafür sorgen, wenn ein Unrecht widerfährt, dass man Zeugen hat, die bei einer Zwangsmaßnahme mit auf der Matte stehen und das mit notieren, mit Kamera, mit Notizen. Wichtig ist auch, besorgt euch einen Presseausweis, wenn ihr Selbsthilfegruppen aufstellt, dass wenigstens einer einen Presseausweis hat, weil der darf dann bei so einer Maßnahme noch dabei bleiben, als Zeuge. Presseausweis, tut euch mal hinterher ansprechen, erkläre ich euch, wie man dazukommt. Kostet 37 Euro im Jahr, ist kein großes Problem. Wenn man immer mal solche Helden der Nacht bei der Arbeit protokollieren muss, lohnt sich das. Ihr werdet auch bei Gericht nie ein Verbot kriegen, dass ihr dort euch Notizen macht. Ist immer dem Richter das statische Logo an der Wand oder ist das irgendwie ein Kunstobjekt? Ja, was ist es denn? Ist es denn ein Theater, eine Aufführung? Ein Theater darf natürlich hinter dem Richter ein Kunstobjekt stehen. Aber ich glaube nicht, dass im Gerichtssaal von mir ein Kunstobjekt hängt. Da hängt das Staatssymbol. Das ist der Unterschied. Haben wir das? Haben wir noch Fragen? Gut, nächste. Apostille, was ist mit der Apostille los? Viele sagen, ja, na, wenn ich einen gelben Schein habe, mache ich mal eine Apostille drauf. Die Apostille ist die offizielle Bestätigung nach internationalen Regeln, die besagt, du hast einen Fake. Ja. Amtlich. Amtlich besiegelt so Fake. Da sagt der ausländische Beamte einen Klick, dass da eine Apostille drauf ist. Ich muss den Scheiß nicht prüfen. Ja, es ist jetzt nicht. So, was haben wir noch? Genau. Die A11, wie gesagt, bei Faxeinlieferung erst am Folgetag hingehen, nicht am gleichen Tag. Wichtig ist, dass die Zeugen bestätigen, dass du erst am Folgetag da bist. Dann legst du es in den Backen auf den Tisch und die Zeugen müssen bestätigen, dass das vorgelegen hat und dann sagst du, bittest um Bearbeitung. Die Zeugen müssen sich daran erinnern, dass man gebeten hat, dass es bearbeitet wird und dann verlässt man den Ort des Geschehens und lässt sich nicht auf irgendwelche Diskussionen ein. So, noch wichtig ist noch Erwerb im guten Glauben. Das ist auch noch so eine Frage, die gekommen ist. Also, Bodenreformland, wer Bodenreformland erworben hat, weiß er, dass er nie Eigentum erwerben kann. Bodenreformland ist im Messigland. Also wer jetzt eine Ostinvestition hatte, nach der Wende war das sehr beliebt, hat also irgendein Ferienobjekt am Ostsee erworben. Was auf Volkseigentum, alter VfB-Ferienbetrieb und so weiter, ist eine gute Anlage, hat sich bestimmt wirtschaftlich bemerkbar gemacht in der Zwischenzeit, weil die Zimmerpreise sind alle durch die Decke. Aber was ist denn da los? 1945 bis 1949 wurden ja große Teile der DDR zwangsenteignet. So, da ist also die Bolschewiki, oder sagen wir mal, die Rote Armee durchgelaufen mit Maschinenpistole und haben die ihre 3 Jahre enteignet. So, dann haben die das Land neu aufgeteilt. Man kann Positives und Negatives sagen. Das Positive war, dass diese Ackerflächen erstmal dazu gedient haben, um den Notstand an der Bevölkerung, der Versorgung der Bevölkerung zu beheben. Also, wenn ein großer Graf eine riesengroße Wiese hat und dort 3 Kühe draufstehen, ist das in der Nachkriegszeit natürlich Verschwendung. Also wenn, müssen Kartoffeln rein und Getreide rein, damit der Hunger gestillt wird. Kann man noch durchgehen lassen. Würde man eine Entlastung kriegen. Aber jetzt zu sagen, das ist jetzt ein Eigentumsübergang, funktioniert nicht. Da gibt es eine Konstanze Papper, die hat eine Doktorarbeit geschrieben, die ist von Deutschland, Schweiz und Österreich mit Summa Cum Laude, also mit allerhöchstem Lob bewertet worden, also völlig fehlerfrei. Und dort wird also der CDU-Regierung schwere Rechtsverstöße vorgeworfen. Und bis heute hat sich die Regierung nicht bewegt, dieses Unrecht zu beseitigen. Da muss man sich überlegen, warum ist denn das nicht passiert? Das ist ungefähr so viel, als wenn die Niederlande der Bundesrepublik Auflagen machen würde. Weil die Bundesrepublik und die DDR nicht wirklich vereinigt werden konnten. Die Wirtschaftsgebiete haben sie vereinigt und die Staatsfragmente haben am 17.07. schon gelöscht. Also kann das tote Staatsfragment, das tote Staatsfragment der BRD, das tote Staatsfragment der
geht ja auch nicht anweisen, weil zwei Tote können sich nur unterhalten. Deswegen ist es eine Rückabgabe worden. Und so ist es bis heute. Anders sieht es aus, wenn man Verweser wäre. Ein Verweser kann das natürlich ordnen. Da muss man natürlich sagen, derjenige, der am guten Glauben das Grundstück erworben hat, hätte zunächst erstmal das Nießbarsrecht dafür. Also darf sein Haus dort weiter anfahren und auch bewirtschaften, wird vielleicht auch ein Hektar ringsum sein Haus kriegen, damit er seine Selbstversorgung sichern kann. Aber alles andere, was noch ringsum ist, wird sicherlich an den ursprünglichen Eigentümer zurückgehen, weil es nicht nur eine unmittelbare Eigenversorgung und sein Eigenbedarf fürs Haus notwendig ist. Also der Zufahrtsweg wird gewährleistet, ein Zufahrtsrecht. Und vielleicht ein bisschen Eigenversorgungsanteil, aber der Rest muss dann wieder zurückgegeben werden. Und dann ist natürlich die Frage, was braucht denn ein Großgrundbesitz von 100 Hektar, wenn er nicht in der Lage ist, wenigstens 5 zu bewirtschaften. Weil die meisten örtlichen haben ihre Schlösser und Besitztümer alle verfallen lassen. Das ist bis heute so. Guckt, fahrt nach Himmelshain hin, das ist eigentlich schon Ruine. Dort bröselt der Sandstein aus allen Ecken. Das Ding braucht wenigstens 30 Millionen, um es einigermaßen wieder in Ordnung zu bringen. Als Freistaat Thüringen sollte das kein Problem sein, das Geld aufzubringen, aber wenn man natürlich das Geld an anderer Stelle zum Fenster raushaut, dann reicht es natürlich nicht mehr. So, und das ist eben die Frage, welchen rechtlichen Stand sollen die neuen örtlichen im neuen System kriegen? Ich sage mal, als moralische Instanz sind sie gut, aber haben sie uns denn wirklich die letzten 100 Jahre geholfen, den Verfassungsnotstand zu heilen? Obwohl sie wussten, was mit den Bodenrechten und was mit dem Staat los ist? Ich kenne keinen Ordentlichen, der wirklich Wahrheit gesprochen hat. Dann weiß keiner ein. Die haben alle Geld gekriegt, dass sie die Klappe halten. Und das ist Hochverrat. Und wer Hochverrat verübt, müsst ihr euch mal im kaiserlichen Strafgesetzbuch mal gucken, was da drin steht. Und die kommt da sehr gut weg, wenn sie einfach nur ihr Land der allgemeinen Bewirtschaftung zur Verfügung stellen und so viel Land behalten, wie sie selber auch brauchen würden, um angemessen zu leben. Weil sie haben ja auch Verdienste, keine Frage. Aber die Frage ist, eine Eigenversorgung vom Volk sollte schon möglich sein. In Deutschland kann sich zurzeit nicht eigenversorgen, geht nicht. Hausruf, Selbstverwaltung und Steuerverweigerung. Das ist eine unheilige Allianz. Das ist der nächste Punkt. Also, die sogenannten Selbstverwalter. Ich habe ja auch gedacht, ist eine Situation, die UN hat irgendeine Resolution erstattet, ja, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit zusammengebrochen ist, dann kann die entsprechende Gemeinde, was auch immer, Gebietseinheit sich selber verwalten. Ist ein netter Vorschlag. Die Idee war eigentlich für Afrika bestimmt, weil dort eben auch mal Chaos ist und Putschregierung und die sich alle untereinander nicht grün sind und Korruption, was auch immer. Da muss auch dieser Landstrich wieder in geordnete Verhältnisse zurückkehren können. Da sollten sich die Farmer untereinander selber verwalten. Das ist alles okay. Aber haben wir denn die Situation in Deutschland? Nee, erstmal nicht. Erstmal, so schlimm sind wir noch nicht aus der Ordnung, sondern es geht schon in geordneten Bahnen, wenn sie denn wollten. Aber sie wollen nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die UN-Resolution ist nur ein Entwurf. Wurde nie ratifiziert und es ist auch kein wirklicher Beschluss. Also es ist eine Empfehlung. Also es ist immer noch in der Bearbeitung, sich das zu überlegen. Es ist durchaus sinnvoll, für sowas in der Regelung zu treffen, aber es hat nie Rechtskraft. Das heißt, der Bundesrepublik muss sich niemand dran halten. Demzufolge fällt die UN-Resolution hinten runter. Die dritte Geschichte ist, der Kaiser ist kein Mitglied der UN. Oben vom Völkerbund. Er hat zwar in großen Teilen an den Völkerrechtssachen mitgearbeitet, unter anderem auch an der Hager Landkriegsordnung, aber er ist nicht in dem Völkerbund direkt Mitglied gewesen, weil im Völkerbund sind die Feindstaaten vom Ersten Weltkrieg organisiert. Das ist die Aufgabe der Vereinten Nationen. Wenn der Erste Weltkrieg eine Friedenserklärung hinter sich hat, also ein Friedensvertrag im Ersten Weltkrieg ratifiziert wurde, dann würde die UN aufgelöst werden. Meiner Ansicht nach auch die EU, weil das ist die Organisation im 10. Weltkrieg. Die ist überflüssig dann, weil die sind dann alle untereinander, kennen die Verträge selber ausfertigen, brauchen das nicht. So, Holland ist übrigens noch in der Besatzung vom Kaiser. Deswegen haben die nur ein Grundgesetz und keine Verfassung. Das ist eine leckere Geschichte, weil die Gesetze, die in Brüssel gemacht worden sind und unter Besatzung, die besonders viel Bedeutung haben, solange wie sie unter Besatzung entstanden sind. Weil wenn es wirklich die Regierung wäre, müsste sie erstmal souverän sein.
Und dazu müsste es einen Friedensvertrag im Ersten Weltkrieg geben. Mit Niederlande. Gibt es nicht. Also die EU-Gesetze kannst du eigentlich auch schon in den Streicher drin halten. Na gut, was haben wir noch? Wir haben uns dann auch überlegt, wie machen wir es denn jetzt eigentlich mit der Realisierbarkeit der Wahlkommission? Also wir haben uns Folgendes überlegt. Wenn die Bundesrepublik für einen von der Neptun-Gabe-Kunde mit einem Vogel der Weimar-Republik 25 Euro verlangt, ist es mehr als angemessen, wenn man für ein wirklich echtes Dokument 10 Euro nimmt. Das ist das, was ich momentan offiziell empfehle. Man müsste sich überlegen. Es müssen die Einladungen zur Wahl verschickt werden. Es müssen umfangreiche Prüfungen erfolgen, ob die Unterlagen korrekt sind. Da hat man also wenigstens 10 Minuten bis eine Viertelstunde zu prüfen. Das müssen aber alle 11 machen. Also die sind, der ganze Vorgang dauert eine Stunde. Wenn das 1000 Wahlberechtigte sind, sind das 1000 Stunden. Irgendjemand muss denen mal Kaffee kochen, muss denen mal ein paar Sandwiches hinbringen. Irgendwas muss auch mal Fahrtkosten bezahlt werden. Manche fahren auch ein Stück an. Also die Wahlkommission sollte die eigenen Druckkosten aufbringen und die eigenen Unkosten sollten bezahlt sein, wenn die Leute schon ihre Freizeit opfern. Ich rede da vor allen Dingen eben Leute, die aus dem Arbeitsprozess offiziell ausgeschieden sind, aber noch immer noch korrekt und sauber arbeiten, weil sie früher mal in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet haben und sich sehr gut im Verwaltungsrecht haben. Das sind natürlich hervorragende Leute, die man in der Wahlkommission einsetzen kann, weil wer über 60 ist, kann eh nicht mehr kandidieren. Ja? Weil öffentlichen Amt ist da die Grenze vom Kaiser gewesen. Bei 50 ging eine Frühverhandlung los, bei 60 war Schluss. So, das heißt also, der 56 ist, braucht eigentlich als Verweser nicht mehr antreten. Und wenn, müsste er alle 2 Jahre wenigstens ein Referendum machen, damit er weitermachen kann. Bismarck hat ja weit über die 60 noch im Amt weiter regiert. Aber eben immer, weil er sein Volk immer sich hatte. Und weil sie ihn absägen wollten, hat das Volk dann ihm Bismarck-Turm errichtet, damit er weitermacht. Weil unter seiner Flagge ging es nämlich ordentlich vorwärts. Das sollte man darüber nachdenken, dass man eben oder anderen Ort vielleicht mal wieder seinen Bismarck-Turm guckt, ob da noch ein Dach ist. Man könnte ihn wieder brauchen. Ja, also 10 Euro müsst ihr euch so einrichten, wenn wir brauchen. Und ich denke auch, dass 50 Euro für den endgültigen kaiserlichen Pass eine Größenordnung sind, die man sich eventuell bis nächstes Jahr schon mal beiseite tun könnte. Und da gehe ich mal davon aus, dass entweder Russland oder Frankreich die herstellt. Frankreich hat auch eine umfangreiche Dokumentendruckerei, die also in Größenordnung Ausweise ausstellen, weil ähnlich wie England, Frankreich haben Kolonien hat, die also auch von Frankreich mit verwaltet haben heute noch. Also Russland oder Frankreich wären diejenigen, die den Auftrag kriegen würden. Ich bin aber eher bei Russland. Weil ich einfach denke, die Franzosen hatten oft genug die Möglichkeit, in Mitteldeutschland ordentliche Verhältnisse zu schaffen. Das haben sie nicht gemacht. Die haben uns genauso ausgeliefert an die Westalliierten. Ja. Putin hat aber zu seinem Wort gestanden. Und das müssen wir ihm anrechnen. Deswegen würde ich sagen, wenn wir dann schon den Verweserfall machen, dann sollte Russland die Pässe ausstellen. Herr Friedensertrag und was die darf sicher die Außengrenzen von 1914. Und das ist der Staat. So, was haben wir noch? Jetzt habe ich was geschrieben, was ich nicht mehr lesen kann. Ach, Bodenrechte. Ja, was ist mit Bodenrechten los? Also man muss unterscheiden Grundrechte und Bodenrechte. Also es gibt immer die Grundrechte, wo das Grundgesetz gemeint ist. Da muss man aber überlegen, kann denn das Grundgesetz überhaupt für den Staat greifen? Die Frage. Für wen greift das Grundgesetz? Grundgesetz greift für den Bund, weil der Bund das Grundgesetz als Bundesverfassung ein Wort hat. So, für das Land im Sinne der Haager Landkreisordnung gilt es nicht, weil in der Haager Landkreisordnung Artikel 43 zunächst erstmal das Landesrecht eingesetzt wird, was vor der Besatzung galt, also kaiserliche Recht. Demzufolge wird das kaiserliche Recht vor dem Grundgesetz rangieren und im Grundgesetz steht Artikel 25. Das Völkerrecht und die allgemeinen Bestimmungen nach deutschem Recht bleiben weiter in Kraft oder so, wie es ist. Lässt man noch. So, also, wenn die kommen, na, das ist ja alles schon abgelöst, das Bundestag gilt ja nicht mehr. Sie kennen nur Grundgesetz, ich gucke jetzt mal in Artikel 25. So, die Bodenrechte, heißt, also die Verwaltungsrechte vom Boden, kommen über das kaiserliche Recht, über Artikel 25 Grundgesetz, auf jeden Fall zur Wirkung. Dass das Kaiserreich nicht handlungsfähig ist, liegt nur daran, weil man kein Verweser hat. Wenn wir einen Verweser haben, ist es handlungsfähig. Genau in dem Moment. Weil eine Monarchie ist handlungsfähig, wenn eine Monarchie handlungsfähig ist. Dass der keine Exekutive unter sich hat, spielt da keine Rolle. Von der Handlungsfähigkeit reicht, wenn der Monarch seine Hand hebt, los geht's. Ich mache es immer so deutlich wie beim Straßenbahnfahrt.
Also wenn der Straßenbahnführer gestorben ist oder was weiß ich, nicht mehr zum Dienst antreten kann, musst du weder neue Gleise legen, noch musst du eine neue Straßenbahn kaufen. Du musst einfach nur einen Fahrer bestellen. Da fährt nichts los. Das ist alles. Und genauso ist es mit dem Kassenreich. Da habe ich eine Frage. Du hast gesagt, das Katasteramt ist in Krakau, beziehungsweise die ganzen Katasteramt. Ja. Was ist mit den Katasterämtern, die jetzt noch existieren, hier? Ja. Können die was ausstellen, was gültig ist oder nicht? Also, die Katastergeschichte. Ja. Also, 1945, wisst ihr ja, ist die Rote Armee eingerückt nach Berlin und hat erstmal ganz Berlin eingenommen und haben sich dann ein Stück zurückgezogen. So, und dann haben die Westalliierten den Westteil besetzt und die Ostalliierten den Ostteil. So, die Wilhelmstraße 1 wurde von Russen komplett geräumt und das Zeug alles nach Krakau verbracht und sichergestellt. Und das war eine Schutzmaßnahme. Ich betone, kein Raub, eine Schutzmaßnahme. Man wollte verhindern, dass irgendeiner, der das nicht darf, in dem Kataster drin rumändert und irgendjemand einträgt, der dort nicht reingehört. Warum und wieso es Enteignung gab von 1945 bis 1949, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass der Russe kein Interesse hatte, das Kataster zu fälschen. Man muss sich die umgekehrte Situation vorstellen. Der Kaiser hätte das Kataster von Russland. Was interessiert den Kaiser, wer in Vladivostok einen Kleingarten betreibt? Und genauso ist es in Russland bezüglich der kaiserlichen Gebiete. Und Putin interessiert das nicht, wem wir was gehört. Er will einfach nur für den Folgen des Krieges nicht einstehen. Und er will auf keinen Fall einen neuen nationalsozialistischen Staat haben, weil sein Vater ist im Krieg umgekommen. Das hat er nicht vergessen. Er hat aber auch nicht vergessen, dass die Oligarchen im weitesten Sinne Kriegstreiber waren und einen Teil von den Oligarchen, einen ordentlichen Teil seines Vermögens betrogen haben, im Zusammenhang mit der Gazprom-Geschichte. Und das gab, spielte da sicherlich auch eine Rolle. So, Putin hat also durch den Vermögensverlust eine Aufweckung erfahren, ist aber nach wie vor Geheimdienstmann, muss man sagen. Aber die Fähigkeiten des Geheimdienstes haben schon ein paar Mal verhindert, dass er Opfer eines Anschlags wurde. Insofern kann man nur hoffen, dass er weiter im Amt bleibt und dass er seine treue Linie nicht verliert. Und dass er vor allen Dingen eins im Auge behält, dass er die Grundversorgung der russischen Bevölkerung sicherstellt. Und das hat er inzwischen auch erkannt, weil er nämlich Familienlandsitze nach dem Vorbild der Anastasia-Bewegung weggebracht hat, wo 1 bis 2 Hektar jede Familie beanspruchen kann, dort ein Haus hinstellen kann, los geht's. Wenn wer in Sibirien schon mal war, weiß das, dass Leuten, die also nach Sibirien ausgewandert sind, vom Ortsvorsteher erstmal Haus zur Verfügung gestellt kriegen. Das ist zwar alles klapprig, aber es hält den Wind ab. Das muss man wissen. Also die kriegen die Häuser und ein bisschen Viehzeug und ein bisschen Haushaltsgeschirr, dass die erstmal dort losmachen können, sich selber versorgen. Muss man in Deutschland, muss man zum Bürgermeister gehen. Ich bin jetzt gerade hier vom Gerichtshof hier heimgesucht worden. Ich hätte jetzt gerne mal ein neues Haus und eine neue Wohnung, wenn wir das wüssten. Soweit ich aber weiß, ist das für 5 Jahre erstmal beschränkt. Ja, aber die Selbstversorgung ist, also wenn das russische Volk sich selbst versorgen kann, ist es nicht putschgefährdet. Also ist Putin auch nicht putschgefährdet. Wir müssen aber wissen, Irrmeier hat gesehen in seinen Vorhersagen, dass es der Kommunismus nach Russland zurückkehrt. Keine gute Voraussage. Und dass es im engen Zusammenhang steht mit dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Also die Gefahr ist, dass Putin die Grundversorgung seines Volkes vernachlässigt. Über die Merkel muss ich jetzt gar nicht reden, die interessiert das gar nicht, wie es uns geht. Da gibt es keinen Plan B, wenn mir was zusammenbricht. Deswegen haben wir das Notstandshilfenetzwerk weggebracht. Aber ich kann es nicht alleine stemmen. Und ich brauche den Sender, um die Leute zu informieren. Zum Kataster, das war die Frage. Zum Kataster, also nochmal zurück. Putin hat also jetzt dafür gesorgt, dass weiterhin niemand Zugriff auf das Kataster kriegt, egal was in Polen passiert. Er hat also das weiterhin unter Bewachung in Krakau. So, und dort kommt so lange keiner ran, bis wir einen Verweser wählen, der offiziell nach Ablauf der Wahlanfechtungsfrist unzweifelhaft derjenige ist, der den Kaiser vertritt. Und der dürfte das Kataster fortführen. Sinnvoll wäre natürlich, dass der neue Verweser erstmal verfügt, dass derjenige, der auf dem Grundstück ein Haus stehen hat, was er einen guten Glauben erworben hat, dort erstmal wohnen kann, wie ich schon mal gesagt habe. Und dass im Nachgang Einzelfallentscheidungen gibt, wem dieses Land zugesprochen wird. Weil
die Enteignung im Großgrundbesitzer und örtlichen natürlich auch nur nach rechtmäßigen Gesichtspunkten erfolgt ist. Und viele ihre Besitztümer auch durch die Würden im anderen Blick verloren haben. Also vor allem der Landadel, Stichwort Dresden, nordisches Dresden, da wird sich ja alles nur noch Adel. Adel aus den alten Ortsgebieten, die also dort besiedelt haben. Also alle Häuser, die einen Turm haben, wisst ihr Bescheid, alter Adel. Das ist dann bloß ein Turm, der mehr über ein Haus ragt, aber das ist ein deutliches Kennzeichen, wo die alle gewohnt haben dort. Wie eine kleine Burg. So, das muss in Ordnung gebracht werden. Und die alten, denkmalgeschützten Häuser brauchen eine ordentliche Versorgung mit öffentlichen Geldern. So, und das Kataster in Ordnung zu bringen, ist eben die Aufgabe dieser neuen Regierung, die wir irgendwie wegbringen müssen. So, und dann kommt das Grundbuch noch in die nähere Betrachtung. Was ist das Grundbuch? Also wir müssen unterscheiden zwischen Eigentümer und Besitzer. Wenn jemand dir die Geldbörse stiehlt und 100 Meter wegläuft, ist derjenige, der weggelaufen ist, der Besitzer, weil der hat die Börse. Aber ist nicht der Eigentümer. Eigentümer bist du, der die Geldbörse gekauft hat und befüllt hat. Rechtmäßig, hoffe ich. Das ist der Eigentümer. Der wird im Kataster drin stehen. Während der fortgelaufen ist und im Ding im Grundbuch steht. Nicht verwechseln. Die Bundesrepublik hat also nur Besitzer gelistet. Die sind fortgelaufen. Und jetzt hat man gemerkt, wenn wir jetzt ein Grundbuch haben, dann können ja die Leute beweisen, das ist der Dieb, haltet den Dieb. Und deswegen haben sie die ganzen Originale der Grundbücher vernichtet und irgendwelche Hartz-IV-Leute dazu verdonnern wollen, diese originale Grundbuchauszüge in elektronische Form zu bringen. Und dann hat man die Originale zur Vernichtung geführt, sodass man also im Falle des Systemfalls mit einem Schalter die gesamten elektronischen Grundbücher löschen kann. Und sämtliche Beweise, Vermissedaten vernichten. Aber es gibt noch Katasterämter und ich kann Katasterauszüge anfordern. Ja, aber wann sind denn die Katastereinträge gemacht worden? Das nicht ist ja Staat. Meine Frage, inwieweit ist das gültig und inwieweit scheinen ja trotzdem alte staatliche Katasterämter zu sein. Ja, das staatliche Kataster hat genau bis zum 27.10.2018 funktioniert. Danach war es einmal ein Blick. Ja, aber die haben doch anscheinend trotzdem die Unterlagen. Ja, aber die wollen die jetzt wegmachen, komplett. Naja, aber, ja, aber das Fortschreiben des Katasters ist die staatliche Aufgabe vom Amtmann. Und der Amtmann muss eine Ernennungsurkunde vom Kaiser haben. Und mit der Ramer Blick ist das schuldig. Also wäre jetzt die richtige Frage, wäre, was ich heute im Katasteramt eingetragen habe und die Bescheinigung, die ich heute bekomme, weil ich das Anwesen jetzt, sage ich mal, seit 10 Jahren erst habe, wer bestätigt mir das, dass ich das behalten kann? Das wäre die Frage. Ist es dann so, fehlt mir gelber Schein? Ja, zwei Sachen spielen eine Rolle. Der gutgläubige Erwerb und das Sitzungsrecht. Also wenn 30 Jahre lang das Ding bewirtschaftet haben, der Ureigentümer sich über 30 Jahre lang nicht gemeldet hat und immer wieder gesagt hat, ich will mein Grundstück zurück, oder 30 Jahre wenigstens EMA, so, greift das Sitzungsrecht, ansonsten der gutgläubige Erwerb. Und da wirst du wahrscheinlich aber nicht mehr kriegen als ein Nießbarsrecht, solange wie du lebst. Ob du das dann an deine Kinder vererben darfst, steht in den Sternen. Aber spricht eigentlich nicht dagegen, weil der ursprüngliche Besitzer hat ja auch kein ewiges Leben. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus habe, das ich 40 Jahre habe, da, und ich hole mir einen Auszug aus dem Katasteramt und bekomme den auch, dann ist das definitiv mein Eigentum. Wenn es vor dem Stichtag ist. Der Stichtag ist der 27.10.2018. Dort muss ein Eintrag drin sein. Alle anderen sind anversprochen. Weil der Amtmann hat es nicht gesiegelt. Das Siegel der Weimarer Republik kannst du im Ofen tun. Ja, aber du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt bis über 30 Jahre im Besitz habe, dann wärst du, wärst du entweder der Sitzungsberechtigte oder der gutgläubige Erwerber. Mhm. Kannst du das raussuchen. Das heißt, man könnte jetzt noch auf Katasteramt gehen und sich das geglaubt. Wer sollte das Kataster führen? Der Amtmann oder Bundesrepublik? Das ist ja alles nicht da. Naja, die Frage ist ja, Katasteramt wird erkannt wie ein heiliger Kuh. Es ist auch schwierig, einen vernünftigen Auszug Also wenn wir rechtmäßige Vorgänger erzeugen wollen, müssen wir den Rechtsstand vom 27.10.2018 zurückkehren. Also ein Verweser wählen, der Verweser muss einen Amtmann bestellen und der Amtmann muss gucken, was ist heute, 2017 oder 2016, die bestmögliche Alternative, um das große Grundstück ordentlich verwaltet zu kriegen. Da muss ich immer überlegen, was interessiert es dem Floh, wem der Hund gehört?
Wir haben alle kein Eigentum an dieser Welt. Wir sind alle mit nichts gekommen und wir gehen mit nichts. Wir haben kein Eigentum. Im Prinzip haben wir kein Eigentum. Die alten Germanen haben nur deswegen das Eigentum, weil vorneweg es überhaupt nicht bewirtschaftet war. Und die Ersten waren, die die Erstbesiedlung gemacht haben. Das ist aber 7.500 vor Christus gewesen, die ersten Besiedlungen. Volle Saale-Gebiet waren die ersten Altgermanen. Das ist aber in der Zeit verortet bis zum Majas zurück. Also da war noch Maya aktuell. In dieser Zeit reicht das Reich der Sachs zurück. Also es ist noch älter wie die germanischen Stammesgebiete. Und da müsst ihr euch mal eingehen bei YouTube Landmann. Georg Landmann. Guckt euch mal an. Erhard Landmann, genau. Sehr interessant, dass die alten Maya-Schriften und auch die Inschriften der alten Kartuschen in den Tempeln altdeutsch gewesen sein sollen. Und man kann sie lesen. Also wer altdeutsch kann, kann da direkt die Kartuschen lesen. Also, aber haben Sie Kataster interessiert, wer 1913 der Eigentümer war? Nein, es interessiert der Stichtag, nicht 1913. Es interessiert, solange wie der Staat handlungsfähig war, das war bis zum 27.10., hat der Staat gehandelt, danach hat der Feindstaat gehandelt. Es geht genau bis zum Ablauf des 27. Also am Stichtag des Angebens. Hm. Also wir haben bei uns das gemacht mit diesen Katasterämtern, dass wir uns dieses digitale, dieses unten Ding wegmachen haben lassen. Kaiser und Computer, schwierig. Ja, ja, aber der Amtsleiter hat eine Stimme in der Tinte. Ja, der Amtsleiter hat ungefähr so einen gelben Schein. Das ist alles Rotz. Ohne und keinen Siegelbruch. Naja, mit welchem Siegel? Müsste das kaiserliche Siegel doch sein. Ist alles, ja. Also das Problem ist, mal ganz klar, alle wie wir hier sitzen, wir haben ein Alter, dass wir mit dem Stichtag vom 27.10.1918 nicht zurechtkommen. Wir sind dort nicht eingetragen und von dort wird es weitergeführt. Das heißt also, wir können alle wie wir hier sitzen kein Eigentum haben. Das geht gar nicht. Und das, was hier auf dem Katasteramt besiegelt wird, ja, das ist so, wie er gerade sagte, welche Rechte hat er denn gehabt oder welche Rechte hat er? Das ist der Fake mit dem gelben Schein, nichts anderes. Aber wenn ich jetzt das alte Katasteramt von 1913 habe, wie ist es dann? Ich habe zum Beispiel Unterlagen, ja, Moment mal, dass dann es meinen Opa gehört hat. Da ist gerade immer. Dann muss man aber die Fortschreibung bis zum Stichtag noch angucken, ob dann auch noch auf der Karte passiert ist. Das habe ich. Also das heißt aber, du hast kein neues Haus, sondern du hast ein sehr, sehr altes Haus und das ist durchaus möglich, wenn es innerhalb der Familie schon gesiegelt war. Sieht gut aus. Aber es darf einem nicht noch ein Verkauf bis zum Stichtag passiert sein. Aber der war gültig. Aber die Frage hier erging ja dahin, das ist, die meisten haben ja jetzt erst ein Anwesen erworben. Sagen wir vielleicht die letzten 10, 20 Jahre. Ja. Und dieser Stichtag, der liegt viel zu weit zurück, dass man sagen kann, ich habe Anwesen. Und wie das ausgeht, tja. Also man müsste eigentlich sich von den Erben das bestätigen lassen, dass das praktisch veräußert worden ist von dem Großvater. Das nächste Problem ist ja das, derjenige, der vielleicht ein Anrecht auf das Anwesen hätte, der muss es ja erstmal kundtun, dass er ein Recht drauf hat. Und wenn er das nicht macht,